Hallo, ich bin's wieder, Steuerberater Klaas-Peter Müller aus Hamburg. Zu finden unter cpm-steuerberater.de. Ich melde mich heute mal auf meinem Kanal Texmobil zu dem Thema, welche Einkünfte eigentlich Berücksichtigung finden, wenn es um die Bemessung der Beiträge geht für die freiwillige Krankenversicherung. Das heißt, alle Selbstständige, die freiwillig gesetzlich krankenversichert sind, müssen ja zumindest einmal im Jahr der Krankenkasse melden, welche Einkünfte vorhanden sind, einmal was im letzten Jahr passiert ist und dann die Prognose fürs laufende Jahr oder fürs nächste Jahr. Und da stellt sich immer mal wieder die Frage, welche Einkünfte da überhaupt eine Rolle spielen, welche damit einbezogen werden und welche Besonderheiten es da zu beachten gibt. So, dass das kommt halt immer wieder vor, gerade jetzt so Anfang des Jahres, wenn die Steuererklärung gemacht sind, die ersten Steuerbescheide trudeln ein. So, dann wollen die Krankenkassen die Meldung haben und dann taucht immer wieder die Frage auf, welche Einkünfte da eigentlich eine Rolle spielen. Grundsätzlich, ja, ich werde das hier auch nochmal verlinken, also im Detail nochmal, wie gesagt, das ist einfach nur, um die Problematik hier im Auto mal darzustellen. Ne? Also grundsätzlich werden alle Einkünfte für die Bemessung einbezogen, wenn sie sozusagen zur Bestreitung des Lebensunterhaltes dienen. Ne? So, also eine bestimmte Gewichtung für den Lebensunterhalt müssen sie haben, dann werden sie halt für die Bemessung mit einbezogen. So ist es definiert. Und da gehören eben ja alle grundlegenden Einkunftsarten soweit dazu. Ne? Selbstständigkeit, also freiberuflich, gewerbliche Einkünfte, ne? Renteneinkünfte, Pensionen, wenn sie geflossen sind, Zusatz, also gesetzliche Rente, ne? Alles, was an über Direktversicherung gelaufen ist und so weiter. Vermietungseinkünfte, Kapitaleinkünfte und so weiter. Also diese laufenden Einkünfte, die zur Bestreitung meines Lebensunterhaltes anfallen, die sind sozusagen für die Bemessung mit einzubeziehen. Da gibt es so ein paar Besonderheiten. Also wir reden hier wirklich über die Einkünfte, also über den Gewinn oder über den Überschuss, je nach Einkunftsart. Ne, das also nicht die Einnahmen. Oft in den Fragebögen stehen immer so Einnahmen. So, aber eigentlich sind die Einkünfte gemeint. Das heißt wirklich die Einnahmen abzüglich der Betriebsausgaben. Ganz normal nach steuerlichen Gesichtspunkten. Ne? Personalkosten runter, Raumkosten runter, also Miete, Fahrtkosten, Pkw-Kosten, Werbekosten. Also alles, was so anfällt, um den steuerlichen Gewinn zu ermitteln, der ist letztendlich notwendig, auch für die Bemessung der Einkünfte. Bei den Renten spielen sozusagen die Renten eine Rolle, nicht einfach nur der steuerpflichtige Teil. Und so, das ist zu beachten. Aushilfsjobs fallen außen vor, die sind sozusagen nicht mit einzubeziehen. Kurzfristig Beschäftigte, die Einkünfte, die müssen einbezogen werden. So, das ist so grundsätzlich der Vorgang. So, und dann werden eben alle positiven Einkünfte zusammengerechnet. Hier ist eben das Besondere, dass es eben nicht, ja, es kommt dann oft zu der Diskussion, dass das eigentlich ungerecht wäre oder so, dass hier keine Verluste aus bestimmten Einkunftsarten mit Gewinnen aus anderen Einkunftsarten verrechnet werden können. Ne, das heißt, Einkünfte aus der Vermietung, Verpachtung, Verluste aus dem Gewerbebetrieb, die beiden können nicht saldiert werden. Also in der Einkommensteuer kann es eben unter Umständen so passieren, dass keine Einkommensteuer stattfindet, weil kein zu versteuerndes Einkommen da ist. Für die Krankenkasse zählen nur die Summen der positiven Einkünfte. Das muss man beachten. Und da gibt es öfter mal einen Aufschrei, dass man ja, es als ungerecht empfindet, ne, dass man Verluste erwirtschaftet hat, sozusagen keine Einkünfte übrig hat aus den Gewinnen der anderen oder Überschüssen der anderen Einkunftsart. So, aber dass eben auf der Basis der positiven Einkünfte trotzdem die Beiträge festgesetzt werden, obwohl im Saldo eigentlich eine Einkunftsart die andere quersubventioniert hat. Ne? Das muss man beachten. Und ansonsten ist das Prozedere eben so, dass die Krankenkassen dann einmal im Jahr zumindest den Fragebogen rausschicken, die positiven Einkünfte abfragen, die Steuerbescheide, die letzten, die vorliegen, abfragen und das dann eben lückenlos passiert, dass man ne, lückenlos die Beiträge anpasst. Wenn man gerade frisch gründet, dann gibt man eine Prognose ab, wie hoch die Einkünfte sind. Auf dieser Basis werden dann die Beiträge festgesetzt
Und wenn das Jahr dann rum ist und die Steuerbescheide vorliegen, dann werden die Beiträge eben korrigiert und angepasst. Ne? Und dann kann es eben sein, dass es da, wenn man die Schätzung zu klein abgegeben hat, dass es da eine Nachzahlung kommt. Das muss man im Auge behalten. So. Und das sind so die grundlegenden Sachen, die ich nochmal darstellen wollte. Also beachten, dass keine Verluste aus anderen Einkunftsarten mit Gewinnen aus anderen Einkunftsarten verrechnet werden können. Und ansonsten das eigentlich komplette Spektrum an Einkunftsart, ja, was die einem dienen soll, den Lebensunterhalt zu verdienen. Das so als Überschrift. Das heißt, wenn man nebenberuflich auf kleiner Sparflamme sozusagen einen Gewerbebetrieb betreibt und dann jeden Abend eine Stunde arbeitet, im Monat vielleicht 200 Euro Gewinn macht, aber Vollzeit sein Geld verdient mit brutto 3.500 Euro, dann spielen diese 200, 100 oder 150 Euro oder 250 Euro, spielen da nicht mit rein, die spielen dann eben keine Rolle, wenn man es im Nebengewerbe macht. Ne, das muss man beachten. Hauptgewerbe sieht es dann wieder ganz anders aus. Aber das wollte ich zu dieser Thematik nochmal ganz kurz darstellen. Ich werde die Details hier unten nochmal in der Videobeschreibung darstellen, auch einen Link auf unseren Blogbeitrag. Und dann soll so ein bisschen Klarheit entstanden sein. Und soweit. Wem dieser Kanal gefällt, liken, Daumen hoch, kommentieren, wäre schön, teilen mit Leuten, die diese Thematik zu interessieren hat. Und dann sehen wir uns auf diesem Kanal und auch auf den anderen Social Media Kanälen, Facebook und Instagram. Und dann soweit. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss.